Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe eine kleine Bestellung bei Waterdrop aufgegeben. Also wirklich eine kleine Bestellung. Ich habe eigentlich nur einen Teil bestellt und zwei Sachen gratis dazu geliefert bekommen. Und das möchte ich euch heute gerne zeigen. Es war ein bisschen schwierig mit der Sendung. Die sollte zugestellt werden bei mir, wurde nicht zugestellt, konnte auch nicht am Ablageort zugestellt werden. Sollte dann zur Packstation gehen. In der Packstation konnte es aber auch nicht zugestellt werden, wahrscheinlich weil die Packstation voll war. Und dann habe ich bei DHL angerufen, eigentlich wegen einer anderen Sendung. Und die sagten mir, nein, das wird am Dienstag nochmal bei Ihnen zu Hause zugestellt. Ich habe heute Morgen dort angerufen und war in der Packstation, um eigentlich was anderes abzuholen. Und bekam dann, als ich zu Hause war, wieder die Nachricht, da liegt ein Paket für dich in der Packstation. Ja, also bin ich heute ein zweites Mal hingefahren und habe meine Sendung ausgeholt. So, das ist das gute Stück. So sieht es aus. Mal gucken, da so ein Beilblatt bei. Hier kann man also irgendwie lustig was basteln. Ein Shiro Origami. Ich glaube, das habe ich auch schon bei Facebook gesehen in der Gruppe. Finde ich cool. Werde ich mal testen, ob ich das hinbekomme, ist die andere Frage. Aber nun ja. Werde ich mal ausprobieren. Ja, dann ganz viel Polstermaterial. Und ich hole einfach mal das raus, was wichtig ist. Ich habe sogar zwei Sachen bestellt. Okay. Karton dazu. Okay. Wieder umdrehen. Und zur Seite. Also. Bestellt habe ich, weil ich den noch nicht habe, Microtea Mellow Mint. Ich habe die anderen beiden Sorten, aber die habe ich noch nicht, deswegen habe ich den mal mitbestellt. Ich glaube, das ist auch eine neue Sorte, weil die andere... Ich meine, das wäre eine neue Sorte oder relativ neu. Das haben wir ja mit Pfefferminzextrakt, Zitronenverbenextrakt und Apfelextrakt. Ich bin gespannt. Pfefferminz mag ich gerne mit Hagebutter zusammen. Ja, ich lasse mich mal überraschen, wie das schmeckt oder auch nicht. Mal gucken, also das mit dem Zitrone, Verbenenextrakt und Apfelextrakt, das klingt ganz gut für mich, deswegen werde ich das mal trinken. Also das sind diese Microteas, also diese Drink Hot. Dann ganz normal Waterdrop, hier steht auch Drink Cold, ist Chiro, eine neue Sorte. Soll aber sehr gut schmecken, wie ich jetzt schon gehört habe von einer lieben Abonnentin. Kirschblütengeschmack, Malvenextrakt und Ginsenextrakt. Bin ich gespannt. Hier steht da noch mit Süßungsmittel und Vitaminen. Ja, Waterdrop hat Süßungsmittel drin. Allerdings muss ich sagen, ich hasse Süßungsmittel. Ich hasse Süßungsmittel, aber hierin merke ich es nicht. Und zwar überhaupt nicht. Also zum Beispiel bei Cola oder sowas würde ich niemals mit Süßungsmittel trinken. Niemals. Das trinke ich, wenn, wirklich nur mit Zucker drin. Und hier merke ich nichts, deswegen ja, finde ich die gut. Werde ich testen. Ich glaube, Chiro probiere ich nachher mal aus. Meine Flasche ist nämlich schon leer, da kann ich dann mir gleich eine neue machen. Ja, dann habe ich von meinen Punkten eine Flasche eingelöst. Hier wieder Müll. Und zwar die Edelstahlflasche. So sieht die aus. Hier steht Waterdrop. Auch der Deckel aus Edelstahl, komplett aus Edelstahl. Hier nochmal das Logo. Focus. Aha. Ja, habe ich mir nochmal bestellt für die Arbeit. Ich habe schon eine Flasche von denen, aber für die Arbeit finde ich das nicht schlecht. Hier ist übrigens nochmal ein Logo drauf. Wenn man eine zweite hat, einfach mal zum Wechseln. Deswegen habe ich mir die mitbestellt und wie gesagt von meinen Punkten eingelöst. So, dann haben wir hier noch einen Karton. Ich finde es schön, dass Waterdrop alles mit Papier einpackt. Das bin ich jetzt gerade nicht aufbekommen. Kein Plastik, finde ich gut. Hier.
Und zwar habe ich mir nochmal eine Box bestellt. Und zwar ist das die kleine von Waterdrop, auch von meinen Punkten eingelöst. Ich weiß noch nicht, ob ich da wirklich Waterdrop reinmache. Eventuell hatte ich mir überlegt, die mit zur Arbeit zu nehmen und die auf die Arbeit hinzustellen. Muss ich aber mal gucken, vielleicht tue ich doch einfach was anderes rein. Die hat nämlich eine richtig schöne Größe. Ich habe heute wieder Wortfindungsstörungen. Die ist aus Bambusholz, sind alle deren Boxen. Und ist halt unterteilt in 4 so Fächer. Also kann man auch andere Sachen reinmachen, so ist es jetzt nicht. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und habe ich mir halt zusammen mit der Flasche von meinen Punkten eingelöst. Ja, sonst habe ich nichts Neues bestellt. Momentan bestelle ich sonst bei Waterdrop nichts mehr. Ich habe nämlich noch reichlich da, auch aus dem Adventskalender. Die muss ich erstmal aufbrauchen. Ich trinke nach wie vor Waterdrop. Es gibt mal Zeiten, da trinke ich es mal mehr, mal weniger. Also es ist immer etwas unterschiedlich. Mal hat man ja doch mehr Bock auf irgendwie Cola und sowas. Mittlerweile gucke ich aber wieder, dass wenn ich halt zum Beispiel mal Cola oder so getrunken habe, dass ich aber dann mehr halt auch wieder Waterdrop dazu trinke. Das heißt zum Beispiel nur ein Glas Cola und den Rest halt Waterdrop verteilt über den Tag halt. Ne? Und jetzt auf der Arbeit halt auch Waterdrop tatsächlich trinke ich da. Und da habe ich mir jetzt, wie gesagt, die zweite Flasche geholt, dass ich da halt auch mal wechseln kann und die andere halt auch mit nach Hause nehmen kann zum Spülen. Ja, ansonsten trinke ich das, wie gesagt, nach wie vor. Ich finde das Konzept nach wie vor gut und ich werde das auch weitermachen. Jetzt muss ich aber erstmal ein paar meiner Drops aufbrauchen, die ich jetzt schon was länger hier habe. Denn man merkt schon, wenn die eine ganze Zeit lang liegen, dann verfärben die sich. Und da habe ich jetzt die ersten tatsächlich weggeschmissen. Die habe ich auch schon länger. Die habe ich jetzt einfach weggeworfen, weil die sich halt verfärbt haben. Die sind eigentlich noch in Ordnung, aber ja, so schnell trinke ich die wahrscheinlich auch nicht aus. Ich hatte tatsächlich auch einen Drop, der aufgegangen ist und aufgequollen ist. Eigentlich dürfte da nichts an Feuchtigkeit oder so dran gekommen sein, aber ja, das habe ich dann entsprechend auch weggeschmissen. Also wenn ihr euch Waterdrop kauft, kauft bitte nicht zu viel auf Vorrat, weil die Dinger werden irgendwann auch schlecht bzw. verfärben sich. Das sieht dann nicht mehr schön aus. Und ich brauche jetzt momentan auch die ganzen alten Drops erstmal alle auf. Und wenn die irgendwann alle weg sind, dann bestelle ich neue. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!